Hey Leute, was geht ab? Ich bin's der Ace und willkommen auf einem zu einem erneuten Video bei uns auf dem Clan-Channel. Im Hintergrund seht ihr ein Gameplay vom EUFX im Modus Momentum, so wie beim letzten Video auch schon, Momentum. Ja, man muss auch sagen, ist auch der beste Modus, um einfach Feeds und so weiter zu erspielen. Aber das Gameplay, das ist natürlich so ein bisschen Nebensache, geht natürlich um das, was ich rede, ist natürlich nicht nur Nebensache, aber wollte mich erstmal danken für den EUFX, dass er das erspielt hat. Und ja, ich weiß nicht, ich würde mal sagen, das erste Thema ist gleich die Teamtage. Also ich freue mich riesig auf die Teamtage. Die Editor geben sich natürlich größte Mühe dabei, das fertigzustellen. Und ja, ich freue mich da schon richtig drauf. Hier natürlich schon der erste gesplittete Quad-Feed. Und ja, also ihr könnt euch alle drauf gefasst machen, dass es definitiv eine geile Teamtage wird. Also man kann da nur mit rechnen. Und ja, also wie gesagt, ich freue mich da riesig drauf. Und ich hoffe, dass die Editor das richtig rocken werden. Auch wenn da noch BO2-Clips und so weiter dabei sind. Aber man muss auch dazu sagen, nur Advanced Warfare in letzter Zeit, das ist schon natürlich ein bisschen langweilig. Deswegen muss man halt, sind die Gameplays mittlerweile auch schon Hintergrund. Das hat auch der Face Jeff schon in einem seiner Commentaries gesagt. Jeder macht im Moment Advanced Warfare. Da muss man sich einfach ein bisschen abheben und muss mal abheben, genau. Sich von abgliedern. Halt die Gameplays, die sind halt so ein bisschen hintergrundmäßig, damit ihr das Neueste seht. Aber dafür sind die Commentaries dann eher themenbasiert. Ne? Das zweite Thema ist Next Gen. Und zwar ist es so, dass bei uns im Clan es aussieht, als ob wir die Xbox One definitiv als Next Gen Konsole nehmen. Ich habe mir jetzt auch eine zugelegt. Ich habe meine PS4 dagegen eingetauscht. Ich glaube, es war auch eine gute Idee, das zu machen. Weil ich einfach so viel mehr Möglichkeiten habe, mit meinen Clan-Kollegen zu zocken. Und ja, so im Moment spielen wir halt alle noch Xbox 360, auch wenn das Advanced Warfare jetzt hauptsächlich von den großen YouTubern auf der Xbox One gespielt wird. Aber man muss auch wissen, dass die halt alle von Sponsoren und so weiter bekommen und dass sie sich nicht selber kaufen müssen. Also die Xbox One, das Spiel und so weiter. Ja, und damit wären wir eigentlich schon beim nächsten Thema, und zwar Sponsoren. Wir haben schon bei vielen Leuten nachgefragt, wie das denn ist, wie das denn aussieht, ob sie uns sponsern würden. Und das ist natürlich bei uns sicher, so wie bei jedem anderen Clan-Channel, dass da niemand sagt, okay, ich sponsor euch gleich mit, was weiß ich, ihr kriegt jetzt jeder Controller und so weiter. Das funktioniert einfach nicht, weil wir einfach noch zu klein dafür sind. Und die wollen erstmal sehen, dass wir was aufgebaut haben. Die wollen erstmal sehen, dass wir regelmäßig uploaden, unsere Zahlen und so weiter reinbekommen. Und trotzdem wollte ich halt danach fragen, ob ihr vielleicht Sponsoren kennt. Oder der Clan wollte, oder fragt da in dem Fall, ob ihr Sponsoren kennt, die einen in diesem Fall unterstützen. Und die einen in diesem Fall auch dann, ja, Dinge zukommen lassen, wie zum Beispiel für, was weiß ich, jeden Member Code für das Game halt, damit man sich da einige Kosten sparen kann, weil es ist halt schon, ich sag mal, es ist kein teures Hobby, aber mit vielen Equipment und sowas, was man dazu haben will, damit man besser spielen kann, ist das natürlich schon sehr aufwendig, und wenn man da, sag ich mal, Schüler ist oder so, dann ist es alles nicht ganz so einfach. Ja, das letzte Thema ist, halt, wie ich selber oder wie ich das gehört habe, zumindest von den meisten Advanced Warfare finde. Also ich bin selber positiv überrascht von dem Spiel. Ich hatte am Anfang gedacht, dass ich bin am Anfang eher so reingegangen, dass ich gar keine Meinung dazu hatte, weil bei Ghost bin ich richtig gehypt reingegangen. Ich fand den Trailer zum Beispiel von Ghost richtig geil. Dann spiele ich das Spiel zum ersten Mal und habe es gleich in die Ecke geworfen. Also das war nicht so geil. Deswegen bin ich hier in Advanced Warfare anders reingegangen. Und einfach ganz neutral. Und die ersten Spiele oder so, die gefielen mir schon ganz gut. Und es wurde auch immer besser. Hier übrigens läuft bei ihm noch ein gesplitter Quad-Feed. Naja, auf jeden Fall, ich finde das Spiel an sich recht gut. Ne? Und das, was ich gehört habe von den meisten zumindest, die finden es auch recht gut. Also es gibt natürlich ein paar Member bei uns, die sagen auch, also ein, zwei Member, die finden Advanced Warfare jetzt nicht so geil. Besonders auf der Xbox One soll es extrem schwierig zu spielen sein.
weil da die Über-Tryhards und so rumlaufen. Das ist natürlich extrem schwierig. Aber ich würde mal sagen, als Clan packen wir das. Wir haben auch schon ein paar Clips zusammen. Vielleicht kommt ja bald eine neue Episode, Team Tage oder so, dann noch raus. Nur mit AW-Clips. Könnt ihr dann ja sehen. Und ja, das war es eigentlich so. Ich bedanke mich, dass ihr mir zugehört habt und das Gameplay geschaut habt. Ich vermute mal, EWAVEFAX wird dann auch verlinkt sein in der Beschreibung. Und sonst, ne, schönen Tag noch und haut's darin.